Okay, let's go! TikToks! Tiki 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 tokis! Magie. Digga, der Typ, dieser Typ ist einfach berühmt geworden mit einem Blick. Ich will auch berühmt werden mit einem Blick. Wie macht er den? Nein, das ist ein Wort. Verprobiert, du Attacks gehört. Wie macht er den Chat? Ich versuch den Sigma. Er hat sogar ein Tutorial hochgeladen. Okay, erstmal traurig gucken. Okay. Erstmal. Digga, das geht bei mir nicht wegen meinen Augenbrauen. Okay, ich versuch's. Erster Schritt, traurig gucken. War das gut? War das gut, Chat? War das gut? Ronaldo wechselt nicht zu diesem Al-Mazrma-Account. Verein. Ihr wisst, was das heißt. Wir haben noch eine Chance. Come to Fenerbahce. Yeah! Come to Fenerbahce, Ronaldo! Come to Fenerbahce! Fenerbahce Champignon! Fenerbahce Nummer 1! Fenerbahce! Bro, wo finden die diese Leute? Ich versuche mich nicht über die Leute lustig zu machen, Chat. Aber Digga, wo finden die diese Leute, die so aussehen wie Messi und Di Maria, aber Kakerlaken-Version? Hä? Grüße gehen raus an meine asiatischen Freunde. Gehen jetzt auf Hamed Reaction. Den folgt dem Account, damit ihr den markieren könnt, wenn ich irgendwas angucken soll. Ich würde gern sagen, dass mir leid tut, aber ich hab Zeit, wirklich schwer zu teilen. Finden Sie meinen Stammpunkt, deswegen. Der sieht genauso aus wie ich, das ist echt krass. Sieht aus wie Hamed Loco. Er sieht ehrlich aus wie ich. A, B, C, D. Krass. Hamed, ist das dein Account? Nein! Ich habe keinen heimlichen TikTok-Account, Chat. Das bist du. Das bin ich nicht! Warum sollte ich einen heimlichen TikTok-Account haben? Das ist einfach irgendwer, der so aussieht wie ich. Digga, das bin doch nicht ich! Wollt ihr mir sagen, ich habe einen heimlichen TikTok-Account, oder was? Wir gehen jetzt in Discord. Ja! Ich bin schwul! Das war vom Spiel aus. Das habe ich nicht so gesagt. Das hatte schon irgendwas. Ich weiß selber nicht mehr, warum ich das gesagt habe. Aber es hatte einen Grund, Chat. Ich habe es nicht einfach so gesagt. Es hatte einen Grund. Nein. Man kann nicht einfach so einen Clip nehmen und den dann so hochladen. Das geht nicht. Das ist unkorrekt. Boah, so ein guter Dance-Move, Chat. So ein guter Dance-Move. Le, Pukumame Nazione. Punkaname Ganasi. Wanna magazine, wanna make a man. Puta Madrid. Puta Madrid. Lops, lops. Bro, was ist das für ein scheiß Effekt? Ich hab kein Wort verstanden. Ich hab kein Wort verstanden. Tag. Was war das für ein scheiß Effekt? Das ist bestimmt eine Türkin. Das sollte ich Mädchen schreiben, wenn ich die das nächste Mal sehe. Was habe ich gesagt? Das habe ich von Koray und Musti. Senin Anan. Achso, für ihre Mann. Oh, nein! Das wollte ich nicht schreiben. Musti und Koray haben mir das beigebracht. Senin Anan Amnakoyarim. Ja! Das sind alte Clips. Schon auf Hamed Song reacted? Bruder, das ist geistkrank schlimm. Also, das ist ganz schlimm. Ich find's noch nicht mal lustig. Ich find's so cringe, dass ich es nicht mal witzig finde. Dass es jetzt auch Spaß so war, um Leute einfach ein bisschen zu triggern oder so, keine Ahnung. Vielleicht verstehe ich auch seinen Humor nicht, aber ich fand's ganz schlimm. Ich habe mit Mehdi geschrieben, Chat. Gesehen, wo du Song gar nicht gefeiert hast.
hast du vielleicht falsch irgendwie verstanden oder einfach ernst gar nicht gefeiert? Und dann hat er mir drei Audios geschickt, Chat, wo er meinte, dass er ein bisschen abgefuckt war, weil ihn so viele danach gefragt haben, wie er den Song findet. Und er es davor ein paar Mal korrekter gesagt hat. Und er auch abgefuckt war vom Game und so. Und deswegen ist das so rübergekommen. Aber er meinte das nicht böse, hat er gesagt. Also quasi wie so eine kleine süße Entschuldigung. Deswegen, zwischen mir und Mehdi ist alles gut, Jungs. Lacht. Mein Warum lacht er? Weil eine Katze sich tatsächlich in den Presseraum geschlichen hatte. Noch wird sie gestreichelt vom Pressechef und dann macht er. Wow! Damit habe ich nicht gerechnet. Denn ich mag einfach Sachen ohne Füße. Okay. Ich wurde jetzt mehrfach darunter verlinkt. Ich wollte mich vorstellen. Hi, ich bin die Angie und wohne in der Nähe von Köln. Du magst Sachen ohne Füße? Ich habe keine Füße. Bei mir ist irgendwas falsch. Denn ich mag einfach Sachen ohne Füße. Okay. Ich würde jetzt. Oh mein Gott! Is that you? I swear to God, that was not me. What are you doing? That's so inappropriate. I swear. You put a box on our head. Me. I was just looking for some pillows. This was definitely your box. It wasn't my box. I want to fill it up so bad though. Alright, come with us. Was? Ich muss unbedingt in den Supermarkt. Das bin ich! Das bin ich als Baby! Oh nee, das bin ich gar nicht. Lol. Ich hatte keine blonden Haare. Was zur Hölle sehe ich da? Ja, auf jeden Fall küssen nach dem Blowjob. Also, ich meine, ey, es ist irgendwie dein Körper und, lass da mal einfach nicht so ein großes Ding draus machen. Ich küsse ja auch, wenn ich gerade geleckt wurde oder so. Ja, auf jeden Fall küssen nach dem Blowjob. Also, ich meine, ey. Ich meine, ich würde mir auch selber ein, wenn ich könnte. Ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Aber danach rumlecken, vertrau mir. Also, das Einzige, was sie von mir bekommt, wenn davor das passiert ist, ist sowas. Nur mein Bart. Mehr kriegt sie nicht. Somebody come look at this. Oh my God, bro. Oh. Hell no, man. What the Oh mein Gott, Chat. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bro. Er hat versucht, es zu klauen, aber es hat nicht geklappt. Das war's mit den TikTok-Reactions. Wenn es euch gefallen hat, dann behaltet es für euch.